Da sind wir wieder, Freunde. Schwarz-Weiß, Aufstreben der Mächtigen. Ich würde sagen, ein Paket haben wir noch, ne? Von 6 Paketen, die wir hatten, hatten wir bisher noch keine Hexkarte da drin. Bedeutet das etwa, dass wenn wir jetzt dieses Ding hier aufreißen, schön, ne? Dass dann endlich ein X hinter dem Namen steht? Müsste ja, ne? Manch einer munkelt, oh, guck mal hier, der Schmetterhammer. Ist auch nicht schlecht. Auch keine allzu schlechte Karte. Hier ein Glitzer, natürlich nice. Und ein Flampion, den wir schon haben. Nun gut, okay. Hier haben wir noch mehr Schwarz und Weiß. Hoheit der Drachen. 2 Pakete. Okay. Schon mal hier wenigstens einen neuen, ne? Der auch neu in Glitzer, geil. Golgantis. Auch noch neu. Okay. Die Schwarz-Weiß-Dinger, die sind bisher, weiß ich nicht. Oh, Waschaskri, den wir auch 5000 Mal eigentlich haben in Glitzer. Nice. Rayquaza EX. Es geht doch. Es geht doch. Rayquaza, lege alle an dieses Pokémon ab gegen Feuerbasis-Energien oder auf den Ablagestapel. Sie sagen gefühlt 60 Schadenspunkte mal der Anzahl abgelegter Energiekarten zu. Lege die obersten Karten des Decks auf deinen Ablagestapel, wenn darunter Energiekarten sind, lege sie an dieses Pokémon an. Okay, das Himmelsgrollen ist natürlich dafür dann sehr gut. Na gut, okay. Damit haben wir schon mal eigentlich unser Ziel beinahe erreicht, ne? Wenigstens eine EX-Karte hier im Part. Ist nicht so schlecht. So, dann haben wir hier Schwarz und Weiß. Kommende Schicksale. Okay. Schauen wir mal, ob das Glück uns da auch weiterhin so hold ist. Wie in der letzten Zeit. Okay, 2 neue immerhin. Und Schneebuda! Pokémon Tekken! War anfangs mein Lieblingschar in Pokémon Tekken, Schneebuna. Von daher, nice. Freue ich mich. Jetzt weiß ich. Schön. Schön. Schneebuna, ne? Spricht man gar nicht so aus, Wollo. Ach, ehrlich? Habe ich mir gedacht, ne? Aber manchmal bin ich einfach so ein Arschloch und spreche die auch mit Absicht falsch aus. Das ist gemein. Wo bin ich? Akani, in einer Version, die wir schon haben. Juhu. Das ist immer ärgerlich, wenn man die seltene Karte schon hat. Na gut, man braucht sie öfter, aber trotzdem ein bisschen ärgerlich. Mewtwo EX, ebenfalls eine Karte, die ich noch nicht habe. Außerdem, ich hab halt den Full Art, ne? Alter, nice, richtig nice. Lege einer dieses Pokémon mit Energie auf deinen Ablagestapel. Aber dafür 120 Schaden machen, ist okay. Ist okay. Mewtwos haben wir mittlerweile ohne Ende. Wir haben ja auch Mega Mewtwo. Als EX, also von daher sieht ganz geil aus. So, nächste. Schneebuda nochmal. Ist aber nicht schlimm. Hatten wir, glaube ich, erst einmal beim letzten Mal neu. Kommen wir mit klar. Okay, Hauptsache es glitzert, ne? Hauptsache es glitzert und Apoqual-Typ, den hatten wir die Vorentwicklung schon? Irgendeinen hatten wir davon auf jeden Fall. Okay, das letzte Pack von der Sorte. Im Auge behalten und Irokex und Zirpeise als Glitzer. Okay. So, noch mehr Schwarz und Weiß. Königliche Siege. Ob mir dieses Booster-Pack einen königlichen Sieg garantiert? Ich hoffe. Ich hoffe es sehr. Komm schon. Alter, alles neu. Einfach alles neu. Alles neu. Das ist auf jeden Fall gut. Matrifol in Glitzern und ein weiteres Golgantis. Zwar in einer anderen Version, aber den hatten wir auch schon. Alles klar. Plasmasturm. Garantieren wir bitte einen Sieg. Oh, das dauert lange. Das ist. Ich weiß, das ist gar kein Zeichen. Ich weiß, aber ich möchte es mir gerne einreden. Lasst mich doch. Lasst mich doch. Viel neu hier in dieser weiß ich nicht Version. Mhm. Magneton-Glitzer, okay. Und Lucario. Okay, da kannst du auch auf jeden Fall nicht meckern. So, dann haben wir ewiger Anfang.
War das XY ist jetzt wieder. Okay, wir sind jetzt im XY-Bereich wieder angelangt. Da habe ich immer irgendwie das Gefühl, dass die Karten besser sind. Keine Ahnung warum. Hier so ein geiles Aquana in Glitzer, ne? Da freut man sich doch. Ein weiteres Entei. Davon habe ich jetzt auch mittlerweile schon ein paar. Was Gutes. Auf jeden Fall. Kann ich nicht meckern. Trassler-Glitzer, okay. Und ein Ramos in Full Art. Ist das Full Art? Wie gesagt, ich nehme mir ziemlich viel am Stück auf, weil ich halt die Karten will, um dann auch ein Deck zu erstellen. Und nicht wochenlang warten will, bis ich dann tatsächlich mal das Ding öffne, alle Karten habe. Das ist nice. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Ich glaube, wir hatten da keins mehr, ne? Genau. Turbofieber. Wir sind noch bei unseren letzten 8 Packs. Wir werden wahrscheinlich in die Überlänge gehen, ist aber egal. Machen wir das, machen wir das. Okay, wir haben wieder geile 2. Ein Pandagro in Glitzern und ein Tromborg. Besitzen wir scheinbar schon. Na gut. Eine neue, 2 neue, 3 neue. Corazon in Glitzern und Tentantel. Na gut, okay. Passt schon. Wie viele Karten gibt es eigentlich insgesamt verschiedene? Weiß das jemand? Weiß jemand, wie viele verschiedene Karten man insgesamt besitzen kann? Ich weiß es nämlich nicht. Ziaogon. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Aber ich vermute... Ich vermute, es sind... Scheiß viele. Zebritz. Okay. Ich hoffe jetzt hier irgendwie noch auf was Geiles, ne, zum Schluss. Das wäre halt... Okay, eine Spezialenergie. Sehr nice. Platschenergie in Glitzern. Okay. Und ein Radikal in einer seltenen Version. Wow. Wir gehen doch nicht in die Überlänge. Wir gehen doch nicht über die Überlänge. Wir haben keine Karten, die wir uns großartig angucken können. Das Zeitpuzzle. Und... Pixie. Auch in einer sehr schönen Version. Okay, Leute, die letzten 2 Booster. Das, der Turbo-Start. Da kann man, glaube ich, geile Turbo-Karten ziehen. Turbo-Karten sind geil. Sollten wir eine bekommen. Sollten wir eine bekommen. Parfi in Glitzer. Ansonsten ja auch ein paar neue Dinge. Ist in Ordnung. Und Parasek. Yay. Immerhin neu. Okay, ist der letzte. Oh nein. Das ist immer dieser grausige Moment. Wenn man das letzte Pack aufmacht. Parallelstadt als Trainer. Entscheide dich. Das kann ich gar nicht lesen. Entscheide dich, okay. Entscheide dich vor dem Spielen dieser Karte, auf welchen Spieler unten zeigen soll. Schaden durch Angriffe der Blatt-, Feuer- oder Wasser-Pokémon des angezeigten Spielers wird um 20 Schadenspunkte reduziert. Und hier. Ist halt ein bisschen was anderes, okay. Und. Cerneas. Zum krönenden Abschluss. Ist aber auch eine neue Karte. Dieses Wohin genau ist auch ganz hübsch, ne? Generell, also ich muss sagen, die Zeichnungen auf diesen Dingern sind immer eine Augenweide. So, das war's aber auch von diesem Unboxing. Und das bedeutet, wir haben erstmal wieder nichts. Ich kann also, wie gesagt, wieder nicht garantieren, wenn das nächste kommt. Aber es kommt garantiert. Also es kommt, ne? Das ist sicher. Liebe Freunde, ich hoffe, ihr habt Spaß. Dankeschön für die vielen Codes nochmal an dieser Stelle. Und macht's gut. Ich liebe euch. Tschüss.